Gute Leute, willkommen zurück beim Fußballmanager 17. Habt ihr mitgeklatscht? Ich klatsche immer mit. Bei Mick Foley muss ich immer mitklatschen. Ich bin zwar rhythmisch kein guter Klatscher, aber ich klatsche damit. Wunderbar. Macht mir immer voll Bock. Habt da auch ein paar Feedbacks zu bekommen. Einige sind, glaube ich, in der neueren Generation unterwegs. Da finden es nicht so cool, würden lieber neuere Sachen hören. Aber nee, Jungs. Geht nicht. Leider nicht. Mick Foley, bester Mann. Direkt hinter Steve Austin, aber der hat nicht so einen coolen Eingang, Melodie, die so schön und nett ist. So, ja, wir sind hier beim Fußballmanager. Wieso reden wir eigentlich die ganze Zeit über hier andere Sachen? Also, gucken wir mal rein. Ich habe Pierre Merkel ein neues Bild verpasst. Finde ich auch ganz nett. Sieht jetzt ein bisschen aus wie Aubameyang, ist das aktuellste. Eventuell muss ich hier linke Seite nochmal ein bisschen mit Weichzeichner ran und oben bei den Haaren bin ich mir auch noch nicht so sicher. Wobei es bei so struppigen Haaren immer schwierig ist. Hoffe, euch gefällt's. Mir gefällt es auf jeden Fall. Wunderbar, alles gut. Dann habe ich sogar noch mehr Bilder reingebracht. Und zwar dachte ich mir, unser komischer Kollege, der uns immer nervt hier, dieser Präsident, dem habe ich mal so ein Foto einfach verpasst. Das ist ein Faker hier, der Alfred Becker. Den gibt es nicht in richtigen. Deshalb habe ich einfach mal irgendein witziges altes Herrenbild da reingesetzt. Guten Tag, Alfred. So sieht doch ein Alfred aus, oder? Kann man nehmen. Und dann habe ich noch einen reingebracht. Und zwar unseren einen Scout. Den sieht man nämlich des Öfteren dann mal wieder in den News da. Und da dachte ich mir, ja, immer so einen grauen Kopf zu haben, ist doch Mist. Da habe ich im Lukas Lahn, habe ich mal hier ins Desk, ein richtiger Scout hier. Der hat Blick für alles. Guckt euch den Blick an, schaut ihm tief in die Augen. Der sieht, was die Spieler wollen. Oder so ähnlich. Ja, einiges los gewesen in den Kommentaren für meine Verhältnisse. Julian Jentkes, wenn ich es richtig ausspreche, gratuliere mir, wenn ich es falsch ausspreche, korrigiere mich. Hat gesagt, ihm gefällt es, er ist über den Grauersau, den kennt ihr vielleicht, ist er hier hingekommen. Vielen Dank, Grauer, dass du Werbung für mich machst, finde ich toll. Also toll, richtig toll. Grauer ist sowieso toll, also ich mag Grauer. Alles von ihm, toll. Und der Julian hat auf jeden Fall gefragt, ob er auch einen Jugendspieler haben kann. Wir haben noch hier ganz viele frei. Eigentlich haben wir erst einen verballert, das war hier unser Timo Presser. Das heißt, such dir einen aus hier. Wir haben nicht so viele coole bisher. Kannst du noch warten, wenn du jetzt keinen haben willst. Ich sortiere mal hier nach Talenten. Stärketechnik sieht das anders aus. Dann gehe ich mal in die B-Jugend, da kannst du dir das auch angucken. Du kannst natürlich auch einfach stoppen das Video und sagen, Moment, ich gucke mir das Ganze in Ruhe an. Wenn du einen hast, sagst du Bescheid. Okay, dann seht ihr vielleicht hier, ich habe ein paar neue Items installiert von FM-Zocker. Ein paar von denen finde ich nicht so cool, aber diese Bonus-Sachen hier fand ich ganz, ganz schick gemacht. Die waren in dem Adventskalender von denen drin. Da habe ich manche Sachen schon installiert gehabt und manche nicht. Und ja, jedenfalls finde ich die Buttons eigentlich ganz cool gemacht und ja, nimmst du mal mit, dachte ich mir, ne? Auch hier, gelbe Karte, nicht EU und so, sieht alles ein bisschen stylischer aus. Manche anderen Sachen gefielen mir nicht so, habe ich dann weggelassen. Aber ihr könnt euch mal da schlau machen und gucken, was euch gefällt. Da ist immer was los bei ja, FM-Zocker. Die haben auch jetzt gerade nochmal ein neues Spielerpack rausgepackt. Ich nehme nicht immer alle von denen, sondern immer nur die Spielerbilder, die ich noch nicht habe. Da waren aber auf jeden Fall auch wieder einige hundert dabei. Vielen Dank dafür. Ja. Wie sieht's sonst so aus hier? Was habe ich nämlich noch aufgeschrieben? Ach ja, Totti und Presser, vielen Dank. Ich fand's auch ziemlich spannend da gegen den ersten Platz. 2:1 zu verlieren fand ich jetzt nicht so cool, aber ja, war ordentliche Leistung eigentlich. Sehe ich auch so und wir versuchen natürlich oben mitzuspielen und uns zu verbessern. Klappt leider nicht ganz so gut bisher, sind aber irgendwie für unsere Verhältnisse im ordentlichen Rahmen. Den ordentlichen Rahmen können wir jetzt ein bisschen ausbauen und zwar indem wir gegen Köln 2 gewinnen. Unsere Saison bisher hier, 4 Sterne, ihr seht's, also unsere Saison läuft gut für unsere Verhältnisse. Unsere Form ist so, ja, ein bisschen mehr als Mittelmaß, also auch okay. Alles andere hier beim FC Köln. Die sind zwar punktgleich mit uns quasi, aber ganz schlechte Saison, ganz schlechte Form. Hoffe ich doch mal, dass da was geht. Ist das hier eigentlich unsere Kirche hier, Wiedenbrück? Ach, guckt euch dieses schöne Städtchen an. Das hört mir jetzt erst wieder auf. Ich habe letztens, glaube ich, mal gesagt, guckt es euch an, aber ich habe nicht gecheckt, dass das Wiedenbrück ist. Ja, schön sieht's doch da aus.
Wie sieht's denn aus hier im Spieltag 9? Topspiel, Rot-Weiß Oberhausen, Vierter gegen Borussia Dortmund am zweiten Platz. Dann haben wir Nachbarduell Werl gegen Viktoria Köln und ja, wieder Topspiel Wattenscheid, würde ich sagen. Erster gegen den 13. gegen Rot-Weiß Aalen. Ich denke mal, das macht Wattenscheid, oder? Die haben gegen uns gewonnen, die haben eine gute Form. Ich glaube, die lassen sich die Brotbutter da jetzt nicht nehmen. Hötting müssen wir wieder reinbringen. Hötting. Das war nämlich jetzt hier wieder Hüsing. Mit denen vertusche ich mich auch immer mal. Hötting bitte da rein. Und dann haben wir. Tschwedi hat ein besseres Kopfballspiel. Das ist doch schön. Und auch Spinnrad hat das gemacht. Was haben wir hier? Pettersen Chato könnte auch als linker Mittelfeldspieler spielen. Ja, okay, aber der macht eigentlich dann einen soliden Job als Linksverteidiger und wir haben jetzt nicht so viele Linksverteidiger. Marco Jansen, Jugendspieler, okay. Okay, Scouting abgeschlossen. Okay, ja, dann gucken wir nochmal hier bei. Nee, da. Umgang mit dem Radar können wir noch lernen. Und wenn ihr Ideen habt für, was weiß ich, für alles hier, sagt ihr mal Bescheid. Gelder, wie gesagt, sind noch irgendwie spärlich vorhanden erst, aber sowas wie das Blickfeld kostet kein Geld. Irgendwas bei den Fans mal reinschmeißen, kostet auch nicht so viel. Guckt mal, was euch irgendwie fehlt und sagt mir Bescheid, sagt mir Bescheid. Jetzt ist die Frage, gegen Köln hier, letzter Platz, da können wir doch vielleicht auch sogar mal ein bisschen rotieren. Likesic beispielsweise, ist im Moment hier ein bisschen am Rotieren, was die Frische angeht. Da kann der Katric für den mal kommen. Der Katric hat eine gute Frische, ist klasse am Start hier. So, dann Zech, ist die Frische auch nicht mehr ganz so gut, aber der hat eine gute Form, lassen wir mal drin. Strickmann, der hat auch eine gute Form. Latkowski, vielleicht spielen wir jetzt hier in dem Spiel jetzt nochmal mit zwei Stürmern. Pool vorne rein und Aubameyang 2 vorne rein. Ein bisschen schöner hier machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber lassen wir mal so. Und wir nehmen mit. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Stipe Batterilo. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Nehme ich noch jemanden mit? Weiß ich nicht. Vielleicht wäre auch mal eine Überlegung, wobei Unterhölscher ist 25, bestes Fußballalter. Und er ist 21, der Marius Weke. Meint ihr, wir sollten vielleicht mal den Wege bringen? Meint ihr, das macht mehr Sinn? Er hat 5 Talentpunkte. Wie viel hatte der Hölscher? Er hat 4. Also, ich weiß nicht. Nehmen wir das mit? Ich meine, das sind 4 Punkte, 4 Stärkepunkte. Wir nehmen ihn einfach mal mit als Backup hier. So, Julian Wolf kann mal ein Spiel draußen bleiben, ganz draußen, das macht ihm schon nichts, wird sich schon nicht einnässen, der Gute. Ich habe auch noch irgendwelche komischen, ne, das wollte ich nicht, irgendwelche komischen neuen Dinger hier installiert. Ich habe keine Ahnung, was für Dinger. Guck einfach mal durch, ob mir irgendwas einfällt und auffällt. Weil hat ja irgendwie nicht so geklappt, würde ich sagen. Warte, da stand noch eine Info bei. Indem sie Bilder in das Verzeichnis Desk-Objekt in eigene Dateien. Okay, da muss ich da nochmal gucken. Aber ich meine, ich hätte doch da lauter Zeug reingeballert. Eigene Dateien. Seine Mutter ist eine eigene Datei, ey. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es irgendwie an dem Spot liegt. Keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall hier mal die Bratwurst, ey. Es ist früh am Morgen hier 20 nach 10, das heißt Knoppers haben wir uns in die Backen gehauen, da können wir eine Bratwurst vertragen. Und hier, ja, so eine Rassel. Rassel ist da auch wunderbar. Ja, dann habe ich offensichtlich doch nur die Standardsachen. Egal, tut eh nichts zur Sache hier. Wir starten gegen den ersten FC Köln 2. Männer, ich habe hier ein bisschen Vollmilch für euch, frisch gebackene Kekse von Mama. Ja, ihr werdet schon sehen, das wird alles gut. Heimspiel, viel Spaß meinen Freunden auf dem Platz.
Apropos Platz, 11 Leute stehen auf dem Platz. Wir sind jetzt hier schon bei Folge 12. Das heißt, ja, ich habe eine Fußballmannschaft an Folgen aufgestellt und sogar noch einen Ersatztorwart auf der Bank sitzen. Wunderbar. Hätte ich vorher auch gar nicht so dran gedacht, dass ich das doch irgendwie durchziehe, nachdem ich schon mal so einen Anlauf hatte. Ich kann euch das alles erzählen, weil hier die ersten 14 Minuten einfach nichts passiert. Jetzt vielleicht mal ein gefällig vorgetragener Angriff von Wiedenbrück. Tobias Pool kommt da aber nur zu einem unkonzentrierten Abschluss. Keine Gefahr, nichts Wildes. Also, das ist auf jeden Fall hier bisher mau. Traurig ist das hier. Traurig wie das Wetter in Bielefeld, ey. Mensch, Mensch. Ja, der Torwart hier von Köln, der macht die Abstöße. Ja, zielen tut er vielleicht, aber der Ball fliegt ganz bestimmt nicht dorthin, wohin soll. Die zweite Gelbe für uns, also zumindest der Einsatz scheint hier zu stimmen. Hier sieht man auch, die schönen Symbole sind auch hier neu dabei. Jetzt geht doch mal nach vorne, Jungs. Noch eine gelbe Karte, was ist denn los, ey? Gleich haben wir hier die ersten Platzverweise, oder wie sieht das aus? Robin Thierry will da oder tut da einen Konter unterbinden. Ist natürlich auch wichtig, aber die gelben Karten häufen sich jetzt gerade. Endlich nochmal ein Vorwärtsgang. Und zwar Katric von links flacht herein, aber Sven Bacher kann zwar keine Abschläge, aber kann hier den Ball festhalten. Marius Laux jetzt auf Roman Prokop. Oliver Zech ist da. Er ist da. Hat zwar schon eine gelbe, aber ist er da. Oh, jetzt. Große Chance für Köln. Nach der Ecke. Sali Özcan auf Marcel Hartl. Kommt zum Kopfball. Setzt den Ball neben das Tor. Mensch, Mensch. Das ist bisher keine stramme Leistung von uns. Jetzt nochmal was Kleines. Bruno Nascimento hindert Oliver Zech erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Vielleicht kommt er jetzt mal aus dem Standard heraus. Etwas armer Katric von rechts. Pierre Merkel und Nico Perret liefern sich dann Kopfballduell und Nico Perret kann sich da knapp, aber klar durchsetzen. Wenn wir uns das hier ansehen, Taktik nicht, Statistiken, da ist noch nichts gelaufen hier, nur vier kleine Chancen. Heieiei. Da muss doch mehr kommen. Deutlich, deutlich mehr. Deutlich aktivere Team. Wo sind wir denn das aktivere Team? Das ist doch Quatsch. Das ist auch hier generell Quatsch, weil wir sind das aktivere Team und gleichzeitig aber nur auf Treten und Zerstören aus. Also irgendwie passt da was nicht. So, jetzt gucken wir uns das an. Dann kommt halt doch der Likisic wieder rein. Und dann kommt auch Latkowski rein. Das sind immerhin auch 10 Punkte, die er uns da reinbringt. Und jetzt ist die Überlegung, ich glaube, wir warten mal noch mit Twirdi und bringen nachher dann wieder Jan Hötting. Start in Halbzeit 2, also nochmal hier, deutlicher Widerspruch. Der SC Wiedenbrück war von Beginn an das deutlichere Team, während man beim SC Wiedenbrück nur auf das Zerstören der gegnerischen Angriffe aus war. Bemühten sich die Wiedener wenigstens um einige Offensivaktionen. Das klappt nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Michael Klaus mit einem Übersteiger, ein krasser Techniker, flankt und kommt auf Brokhoff. Der legt sich den Ball zunächst schön vor, schießt dann aber zum Glück in die Wolken. Ja, bisher hätten wir auf jeden Fall Marius Welke auch reinstellen können. Also gefährlich ist es auch nicht, was Köln bringt. Vielleicht wird es jetzt mal gefährlich von uns. Die zweite Ecke, die zweite Chance. Pierre Merkel steht da frei vom Tor, legt sich den Ball jedoch zunächst noch auf den anderen Fuß, wird dabei noch von Nico Perret attackiert und drückt diesen unfair zur Seite. Und ja, leider, Merkel, war das Freistoß gegen dich. Hat sogar das ganze Stadion gesehen. Und auch Schiedsrichter Yigit Blan hat's gesehen. Aber macht uns nichts. Was macht Nico Perret denn da? Der vertändelt den Ball gegen Carsten Strickmann. Er will den Ball direkt auf Latkowski auflegen. Doch das Anspiel ist zu ungenau. Strickmann, was los, mein Freund? Was los? Mensch, Mensch, Mensch. Okay, halbe Stunde haben wir noch. Jetzt kommt mal Hötting hier rein. Die gelben Karten sind mir da doch zu, wie sagt man...
zu gefährlich. Mensch, Wortfindungsstörungen. Eine Riesenchance haben wir jetzt endlich mal. Oliver Zech legt da auf Latkowski auf. Und der eingewechselte Stüber hämmert die Kugel an den Innenpfosten. Von dort springt der Ball ins Tor. Da ist er drin. Latkowski reingebracht für den Pool. Und da ist er cool und bleibt cool. Und ja, macht die Bude. 1:0. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt bitte nicht wieder kassieren. Und dann blamieren. Also, da hatten wir bisher immer große Schwierigkeiten hier. Wir haben den 9. Spieltag und 14 Gegentore. Hoffentlich spielen wir endlich mal zu Null. Vielleicht sollten wir den Hölscher doch mal auswechseln. Vielleicht liegt es auch mit am ihm. Das kommt mir gerade erst so hier in den Kopf. So, bitte volle Konzentration. Schöne Kopfballverlängerung von Strickmann auf Pierre Merkel. Doch dieser wird vom aufmerksamen Dario Becerra Eret ins Abseits gestellt. Schade drum, war eine gute Chance. Köln wechselt hier jetzt auch. Michael Clemens kommt für Jonas Hildebrand. Und wir kommen in Richtung Tor der Kölner. Pierre Merkel hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von Julian Lohse. Im Strafraum spielt er clever in den Rücken der Abwehr auf den freistehenden Latkowski. Der will auf 11 Metern trocken zum 2-0 einschieben, aber verzieht kläglich schon wieder. Wie oft haben wir das denn in letzter Zeit hier? Mensch, kann mir jemand sagen, was wir dagegen tun können? Ach, gibt's doch nicht. Ich glaube, es ist jetzt zum dritten Mal hier in der Saison in 9 Spielen gehäuft, in den letzten Spielen. Also, irgendwas ist doch da los, Mensch. Aber egal, 1-0 gewonnen, 2-0, sehr schön. Sehr schön. Ist das vielleicht sogar unser erstes 2-0-Spiel hier gewesen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oliver Zech hat hier die Vorlage gemacht, das ist auch ein neuer Ball, der ist jetzt blau, okay. Und Daniel Latkowski kommt rein, macht das Tor, kriegt nur eine 4,5, was ist da denn los? Naja. Egal, Jeffrey Volkmar hat sich hier herauskristallisiert als bester Spieler am Platz von meinem Team. Finden wir schön, nehmen wir mit. Schalke 2 gewinnt zu Hause gegen Sprockhövel. Wattenscheid zu Hause locker 3:1 gegen Aalen. Dabei bleiben die auch im 9. Spiel ohne Punktverlust. Alemannia Aachen, jetzt kommen sie vielleicht mal in Schwung. Der zweite Sieg für die Aachener. Auswärts, das ist richtig viel wert. Wuppertaler SV 3:0 geschlagen. Essen 1:1 gegen Sportfreunde Siegen, Rödingen 2, Bonn 0. Oberhausen verliert zu Hause auch mit 0:2 gegen Dortmund 2. Fortuna Düsseldorf 1:2 zu Hause verloren gegen Gladbach. Sowie Werl auswärts zu Hause verloren gegen Viktoria Köln 1:3. Tja, wie sieht's denn hier aus? Also Köln noch letzter, Sprockhövel und Aalen, was ist denn? Die müssten da auch besser sein, oder? Nee, die sind echt auch nicht gut. Aber da kommen die Leute hin. Guckt euch das mal an hier. Wo war das Spiel? Aalen. Ach, die haben auswärts gespielt. Na gut, egal. Wir stehen hier am 12. Platz mit unseren Zuschauern. Und unsere Chancenverwertung ist nochmal gefallen auf 0,14, also 14%. Da geht noch mehr. Das sind genau diese Sachen, ne? Wo ich gesagt habe, da steht da vorm leeren Tor, macht's nicht rein. Dortmund hier mit Pulisic, Kamoglu und Al-Gadoui. In der Hälfte des Tages, also Pulisic in der zweiten Mannschaft ist auch auf jeden Fall krasser Typ und würde ich nicht hier spielen lassen, den würde ich in die erste nehmen, aber offensichtlich macht die KI da andere Ideen. Oh ja, Spieler des Tages Nico Pellatz, das finde ich auch immer witzig, doch der steht hier, der steht im Tor, Pellatz. Manchmal ist Spieler des Tages jemand, der nicht in der Hälfte des Tages ist, da frage ich mich auch, wie soll das funktionieren? Beste Spieler, der zieht hier vorne weg, der Gadoui. Nkamp ist ihm zwar im Rücken, aber jetzt hat er da nochmal vorgelegt. Mensch. Unser bester Torjäger ist Pierre Merkel mit 4 Buden. Da geht noch was, glaube ich. Jan Lohse mit 3. Und dann kommt hier noch Likesit mit 2 und ein paar mit 1. Also Tobias Pool, eine Bude als Stürmer ist bisher auch noch nicht der Bringer. Daniel Latkowski erzielt sein erstes Ligator. Okay. Freuen wir uns für den Herren und gucken, ob wir ihm vielleicht dazu auch gratulieren können. Mir ist aufgefallen, übrigens, dass ich das hier mit diesem Let's Play echt interessant finde und ich mich total zurücknehmen muss, dass ich nicht jeden Tag irgendwie 5 Stunden hier spiele, weil das bringt euch ja dann auch nichts. Ja. Eine Folge am Tag ist, glaube ich, ganz lecker.
Aber mehr macht keinen Sinn. Ich guck mal hier kurz, nur ich zeige euch die Spiele nur und rede in der Zeit irgendwas anderes. Ihr könnt ihr dann auf Pause klicken. Ja, für mich schwer, mich da. Oh, 6-0 hier. Den Red Bull Leipzig Dosenclub nach Hause geschickt oder zu Hause gelassen. Alle Buhne Lewandowski. Heieiei, was hat der denn für einen Sahnetag erwischt hier? Fast wie der Leroy Sané da letztens hier vorgestern in der Champions League. Das war auch erster Sané, Alter, was der da gemacht hat. Bin zwar kein Manchester City Club Fan, aber das war schon Respekt. Naja, wie auch immer, ich war immer noch irgendwas am Erzählen, und zwar war das die Erzählung des Gary Plumag, dass er eigentlich viel länger und mehr spielen wollen würde. Aber das geht natürlich nicht bei einem Let's Play. So habe ich jeden Tag was, worauf ich mich freuen kann. Ist ja auch schön, ne? Dortmund führt hier die Tabelle der eigenen Gruppe an. Alles klar, Champions League abgearbeitet, würde ich sagen. Da haben wir auch wieder ganz viele Verbesserungen hier. Wenn ihr das da unten gesehen habt, können wir gut mit leben. Wenn die sich hier im Kopfball verbessern oder in körperlicher Fitness oder wo auch immer. Verbesserungen sind immer besser als keine Verbesserung. Ja, nur schlaue Sprüche hier. Mainz wird hier echt zum. Guckt euch das an. Auswärts 0-3 gewonnen gegen Alkmaar. Aber alle drei Tore der freigeschossen. Wer hat die anderen hier geschossen eben beim ersten Spiel? Da war er nicht dabei, aber hier starkes Spiel vom Frei. Ja, Mainz da, 6 Punkte aus 2 Spielen. Die werden ja noch richtig europataglich da. Schalke ebenfalls führt die Gruppe an. Da New Saints haben noch keine Punkte geholt, aber immer mal ein Tor geschossen. Und ja, guckt euch die Spiele an, wenn ihr Bock habt. Und die Tabelle. Ihr könnt ja kurz auf Pause drücken. Ansonsten zieht sich das hier so lange. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Werde ich mir mal beibehalten. Generell im richtigen Leben war ja hier, wie gesagt, Champions League auch krass. Also das Spiel Atletico und Leverkusen war auch richtig erste Sahne. Leider hat Leverkusen verloren. 2 zu 4 zu Hause. Aber wenn wer auf Fußball steht, der hat da auf jeden Fall, hätte er da einen Heiratsantrag am liebsten gemacht. Fand ich zumindest. Wenn ihr da anderer Meinung seid, verbessert mich. Ja. Wir gucken uns die Mails mal an. Höchster Formgewinn bei Pettersen Jato. Ja, habe ja gesagt, der macht im Moment hier echt einen guten Job da hinten. Datenbank aktualisiert, Scouting abgeschlossen. Oh, der Schwedi fällt aus mit einer Platzwunde. Hat er da einem Headbutt gegeben? Gute Frage, nächste Frage. Sushi haben wir. Kadric ist stärker. Hötting verbessert sein Kopfballspiel. Ebenso Marvin Bülükçay-Karia. Hüssing Kopfballspiel. Und Latkowski hatte jetzt hier sein erstes Tor. Kann ich ihm noch nicht mal zu gratulieren. Manchmal ist das auch bescheuert, ey. Warum kann ich ihm da nicht gratulieren? Wäre mal eine schöne Geste vom Trainer hier gesagt bekommen, weißt du, toll gemacht, erstes Tor und so weiter, pipapo. Oh, die Sterne sind auch neu. Oh, ich merke hier richtig schöne, viele neue Sachen, bekomme ich hier zu sehen. Vielen Dank, FM-Zocker. Okay, was haben wir hier? Können wir irgendwem noch irgendwas sagen? Ja, hier, gut trainiert, hast dich ja auch verbessert. Rogowski, der Rogowski baut halt echt krass ab. Also da merkt man einfach es. Er ist alt. Leider hat er schon Karriere ne? Ende geplant. Können wir ihm keinen Vertrag mehr anbieten mit vielleicht einem Karriereposten hinten dran. Schade drum. Schade drum. Mach mal Pause. Nee, brauchst du nicht. Gönn dir was? Nee, nee, ich gönn dir nix. Nur Pause, Leute, hier. Kann ich gerade nichts Wichtiges erzählen mit euch. Ihm hier. Du hast gut trainiert. Mach weiter so, Hüsing. Vielleicht kommst du dann auch nochmal in die Pötte bei uns. Du hast ebenfalls gut trainiert und du bist jetzt auch ab und zu mal rangekommen. Ach, Tobias Puhl legt übrigens Wert auf Gespräche. Da muss ich zusehen, dass ich mit ihm öfter spreche. Vielleicht ist er deshalb so schlecht vorne drin. Er hat einfach nicht die Rückendeckung von mir. Könnte natürlich sein. Da müsst ihr mir dann einfach helfen. Also ich sag auch hier nochmal, gut trainiert. Dem kann ich es nicht sagen. Ziele herunterschrauben. Was hat er für Ziele? Möchte im offensiv ausgerichteten Team spielen. Nö. Mach mal hier bitte andere Ziele, bitte. Werde darüber nachdenken, vielleicht findet sich ja eine Lösung. Okay, hier sind auch viel zu viele Anführungszeichen. Ich weiß nicht, seit dem FM-Patch
ist das irgendwie so. Gibt Schlimmeres, ist auch nicht schlimm für mich so, fällt mir nur immer wieder auf. Bin also ein bisschen deutschlehrermäßig unterwegs in meiner Arbeit. Merkt man vielleicht nicht im Let's Play, weil ich die ganze Zeit irgendein Dünnschiss laber. Aber bei sowas, da gucke ich immer drauf. Also hier so, ne? Grammatik und Rechtschreibung, das ist ein ganz großes Thema bei mir auf jeden Fall. 1&1 das beste Netz. Ach ja, aber kommt mir gerade die Idee oder die Geschichte. Ich habe eben bei UT Media angerufen. Ich muss sagen, war ganz kompetent. Also, no, jetzt habe ich zu oft gedrückt, ich Idiot. Das war nicht kompetent. Normalerweise bin ich immer saulang in der Warteschlange. Diesmal war es in Ordnung. Vielen Dank dafür, UT Media, falls ihr zuguckt. Gehe davon aus, dass ihr zuguckt. Immerhin seid ihr auch hier spionagemäßig bestimmt unterwegs bei euren Kunden. Wir gucken nochmal, ob wir hier irgendwas hinbekommen für die Leute. Also, wenn wir hier, selbst bei 100% würden sie sagen, ist nicht akzeptabel. Okay. Bundesliga geht also noch nichts. Dritte Liga von Duisburg könnte man vielleicht auch mal gucken, ob wir da irgendwas auf die Reihe bekommen. Hier, ihr könnt gerne ganz viele von mir haben, die braucht ihr eh nicht. Aber auch hier kriegen wir das wahrscheinlich nicht hin. Also nicht akzeptabel, Grundlage für weitere Verhandlungen, aber da müsst ihr jedes Spiel spielen, das ist auch übel, ey. Habt ihr Ideen, Jungs und Mädels, wo man vielleicht mal so einen Vertrag hier machen könnte? Ich habe leider keine Idee, also wir sind echt schwierig, also ich glaube einfach, es liegt auch mit an der Liga, weil die meisten haben ja irgendwo ihre zweiten Mannschaften da so in unseren Gefilden auch am Start. Und warum sollten die bei uns ne, einen Kooperationsvertrag mit uns machen? Die Erfahrung, die sie bei uns sammeln können in der Liga, ist nicht so groß wie bei den zweiten Mannschaften meistens. Okay, Tvedi ist verletzt, deshalb kommt Wolf auf jeden Fall rein. Pool kommt raus wieder, das ist auf jeden Fall klar. Weil der Latkowski da noch mit der Bude, obwohl er eine 4,5 kassiert hat, was ich immer noch nicht verstehen kann, gutes Spiel gemacht hat. Frische ist eigentlich bei allen okay. Fitness können wir wieder mal dran arbeiten. Und ja, als nächstes geht's ran hier gegen den Verein Bonner SC. Bonner SC ist nächste Folge mit am Start. Gucken wir rein, wie wir uns da schlagen. Wo sind die denn im Moment? Wir sind also hier Mitkonkurrent um die Plätze hier im Mittelfeld. Ich denke, wir haben eine Chance. Und ja, würde sagen, wir rudern noch eine Runde und dann gehen wir frühstücken. Viel Spaß, macht's gut. Wir sehen uns. Guck mal, jetzt hatte ich kurz Schiss, dass ich nicht aufgenommen habe. Habt ihr gesehen? Hab nochmal schnell. Ah, hab's aber gemacht. Also, bis dann. Auf Wiedersehen.